Wie der Zeitgeist es will. Wir. Wer ist er denn, Digga? Alle, die letzte Generation. Jetzt ist die Zeit, um uns an die befreiende Liebe von Jesus zu kleben. Was? Der macht doch Scheiß, Digga, oder? Meint er das ernst? Gott ist queer. Okay, meine lieben Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Stream, nächsten YouTube-Video. Ich beende hier mit meiner Aufklärungsarbeit auf YouTube und auf Twitch. Das reicht mir jetzt. Und tschüss. 6-8, wir sind out of control. Sommernacht heute am Block und wir hasseln uns hoch. Ja, ich bete zu Gott und bleib real bis zum Tod. Und das Weed, was ich puff, macht mich wieder zu Stunter. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights. Liebe geht raus an der Stelle an die ganze Love-Community. Jetzt Herzen unten in die Kommentare reinknallen, so wie es der Chat gerade oben in der Ecke macht. Ich liebe euch alle. Wir gehen in ein nächstes Video rein. Daumen nach oben da lassen, wichtig. Und den Kanal abonnieren. Ich bin dankbar für jede einzelne Unterstützung. Und zwar gehen wir jetzt in ein Video rein, mal wieder von dem Kanal Clowns Welt. Ja, das Video heißt, wie der Zeitgeist es will. Ich glaube, es wird verstörend, lustig, witzig, aufklärend, alles zusammen. Und deswegen gehen wir da auch heute wieder rein. Ich fand den Kanal jetzt mal eigentlich sehr, sehr lustig. Deswegen geben wir ihm nochmal eine Chance und gehen in ein neuestes Video rein von ihm und schauen, was da erzählt und fabriziert wird. Let's go. Okay, scheiße, Alter. Jetzt geht's richtig los hier, Freunde, ja. Jetzt geht's richtig los hier. Und los. Wie lief es eigentlich beim evangelischen Kirchentag in Nürnberg? Jetzt ist die Zeit zu sagen, wir... Wer ist er denn, Digga? Alle, die letzte Generation. Jetzt blockieren die Klimakleber sogar den Kirchentag, behindern Teilnehmer zur Veranstaltung zu kommen. Jetzt ist die Zeit, um uns an die befreiende Liebe von Jesus zu kleben. Nicht an... Was? Der macht doch Scheiß, Digga, oder? Meint er das ernst? Worte an Tradition, an Macht, an Herkunft, an Heteronormativität. Jetzt ist die... Er denkt sich, what the fuck is going on here, man? Wagen. Black lives always matter. Der Kirchentag bemüht sich, die herrschende Esskultur zu verändern. Dies schließt besonders die drastische Verringerung des Fleischverzehrs ein, wobei die Gremien des Kirchentages mit gutem Beispiel durch eine Digga, diese ganze Kirchengeschichte kannst du auch nicht mehr ernst nehmen, ne, meine Jutzen und Jutzinnen, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Das ist einfach auch nur noch, was da fabriziert wird und teilweise verbreitet wird, evangelischer Kirchentag in Nürnberg. Das habe ich ja auch gesehen, wo zum Beispiel es um die Waffenlieferung in die Ukraine ging, wo die Sprecherin der evangelischen Kirche in Deutschland gesagt hat, dass wir Waffen für den Frieden senden müssen. Das hat mit der Message von Jesus, die damals mal da war, gar nichts mehr zu tun. Und das hat auch nichts mehr mit dem zu tun, was er gepredigt hat und mit der Liebe und mit dem Zusammenhalt und mit dem Miteinander und mit dem Menschlichen und so. Das hat gar nichts mehr damit zu tun. Nichts mehr. So, das ist einfach traurig, Bro. Wie auch das alles indoktriniert wird von dieser ganzen Agenda, die gerade abgeht auf der Welt. So. Sitzungsverpflegung vorangehen. Jetzt ist die Zeit zu sagen... Was ist er überhaupt? Ist es ein Sie, ein Er, ein S, ein LGBTQ oder was ist das, Digga? Gehört das auch mit zum Plan, sagst du, wa? Gott ist queer. Okay, meine lieben Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Wir sehen uns im nächsten Stream, nächsten YouTube-Video. Ich beende hier mit meiner Aufklärungsarbeit auf YouTube und auf Twitch. Das reicht mir jetzt. Und tschüss. Bro. 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 Gott ist queer. Und tatsächlich verzeichnet die evangelische Kirche mit 380.000 Austritten im letzten Jahr so viele wie nie zuvor. Und jetzt ist wieder die Zeit zu sagen, wir schicken ein Schiff und noch viel mehr. Klebe dich an die Liebe Gottes, die befreit. Amen. Alter! Digga, das ist hart. Das ist harter Tobak, meine Jutzen, ja. Ich brauche noch ein Räucherstäbchen. Ach, Digga, ey, warte mal kurz. Da hilft auch kein Räucherstäbchen mehr, Digga. Da müssen die harten Geschütze aufgefahren werden jetzt hier.
Da müssen die harten Geschütze aufgefahren werden jetzt hier. Zum Glück habe ich heute 35 Minuten Yoga gemacht, ne? Ich schwöre dir. Sonst hätte ich den Stream ehrlich beendet. Nach diesem Satz von wegen Gottes queer und so. Die wollen unseren Kopf ficken, Bro. Das kannst du dir nicht ausdenken. Und ich, ey, der Bruder, der da eben stand, oder der BruderInnen, keine Ahnung, was das auch immer war, oder was da eben stand, ich will dem nicht mal was Böses vorwerfen, so. Der macht doch auch nur das, was er für richtig hält, so. Aber diese große Agenda dahinter ist einfach ekelhaft, Bro. Das ist einfach ekelhaft, Digga. So. So, meine lieben Freunde, ja, dann muss man jetzt mal, Alter, ich muss mich hier kurz sauber machen. Ich muss mich sauber machen. Ich fühle mich dreckig. Wisst ihr? Ich muss mich hier sauber machen, ganz kurz. Ich küsse doch eure Zirbeldrüse, meine lieben Freunde. Oh, man. Was ziehen wir uns hier rein? Ab, mein Jutster. Herzlich willkommen zu Clownys Regenbogen Kirchentag Welt. Bevor wir auf den Kirchentag eingehen, mal was ganz Persönliches. Ich bin Das ist wirklich passiert, was da eben war, ne? Also das war wirklich da, ne? Der hat das wirklich so gesagt mit Kleben und christlichen Glauben erzogen worden und ich bin tatsächlich dankbar dafür. Meine Familie und ihre Einstellungen zum Zeitgeist waren für mich immer ein stabiler und sicherer Hafen, der mich vor allem geschützt hat, was mir schaden konnte. Seien es Drogen, viel Weiberei oder ähnliches. Mittlerweile bin ich nicht mehr der Kirchgänger, der ich mit 14 Jahren unter meinen Eltern mal war. Aber ich habe immer noch Respekt vor dem, was die Kirche damals in der Glaubensgemeinschaft, in der ich aufgewachsen bin, für mich dargestellt hat. Sie war ja, das ist, ich hab zum Beispiel auch Respekt vor gläubigen Menschen, so, weißt du, wie ich meine, aber ich respektiere, ich hab einfach gemerkt und gesehen, wie viel Unfug die Kirche treibt und getrieben hat, auch in der Vergangenheit, so, vor allen Dingen auch die katholische Kirche und was die evangelische Kirche heutzutage auch schon verzapft und so, das ist einfach so, langsam fällt man da vom Glauben ab, sag ich mal so, ne, ich war nie richtig extrem jetzt gläubig, was Kirche angeht, so. Ich glaube natürlich an, ich bin gläubig. Ich würde mich als Gläubiger bezeichnen, weil ich an Gott glaube, so. Und, aber was die Kirchen fabrizieren und fabriziert haben, das hat nichts mehr mit dem ursprünglichen spirituellen Glauben an Gott zu tun. Weißt du, wie ich meine? Hat damit nichts mehr zu tun, Bro. Das ist auch einfach nur noch ein Tool, was genutzt wird, um Leute zu indoktrinieren und hörig zu machen und so. Weißt du, das ist nicht geil, Digga. Stabil, konservativ und entsagte dem gesellschaftlich Degenerativen, kurz gesagt dem Zeitgeist. Das hat mich geprägt und ich bin dankbar dafür. Ich mag ja auch an und für sich die Idee einer Kirche, um genauer zu sein einer konservativen Kirche, als Gebrauchsanleitung und zusammenhaltendes Element für eine breite Gesellschaft, die dem Verfall, dem endlosen Konsum und den sexuell degenerativen Tendenzen der Zeiten entgegenwirkt. Die Idee eines zeitlosen Refugiums für Menschen, die dem progressiven Zeitgeist und seinen transhumanistischen Bestrebungen entsagt und sich auf seine althergebrachte Moral beruft, als eine, die die Gesellschaft, auch wenn sie dies notgedrungen mit viel Mystik und Hokuspokus verziert tut, in Bahnen hält, die dem Verfall unserer Gesellschaft Jahrhunderte entgegengewirkt hat. Die sinnvollen Konzepte hinter den Weisungen und Geboten des erklärten Gottes versteht die große Masse der Gläubigen nicht unbedingt. Was wiederum der Grund ist, aus dem es Gott in dieser Gemeinschaft geben muss. Die Begründung und Sinnhaftigkeit hinter dem Gebot, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht falsch Zeugen reden, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und so weiter, du sollst Vater und Mutter ehren, Das sind Sachen, die sind keine schlechten Sachen so. Ich habe die Bibel gelesen und da stehen echt ein paar Sachen drin, wo ich sage so, ja, Digga, das ist gut, wenn man so denkt und wenn man so versucht zu leben, weil dann ist man eine bessere Version von sich selber, genauso wie ich auch viele Geschichten aus dem Islam gesehen habe und gelesen habe, wo Dinge einfach erzählt werden und wiedergegeben werden, die einem Menschen helfen, ein besserer Mensch zu sein, und das sind auch alles gute und wichtige Dinge so, ne? Das gar nicht so, will ich gar nicht ausklammern, aber was teilweise noch damit einhergeht und heutzutage hat man ja auch gar keinen Respekt mehr. Die Leute und Menschen haben gar keinen Respekt mehr davor. So. Null. Nicht jeden. Weswegen es nicht schadet, sagen zu können, mein Gott sagt, dass wir das nicht tun sollen. Das ist meine Institution.
Ende. Es ist die Institution Gott, die diesen Konzepten ihre massentaugliche Relevanz zuspricht, die jedem, egal wie intelligent, einleuchtet. Nicht jeder, der den Sinn darüber hinaus, dass Gott sagt, dass man so leben soll, verstanden hat, braucht Gott als himmlisches Wesen, um seiner Moral zu folgen. Aufgrund dessen ist mein Verhältnis zum Glauben eher ein agnostisches geworden. Nicht, weil ich nicht fähig zum Glauben bin, sondern weil ich fähig bin zu verstehen, warum die Kirche meiner Jugend das gepredigt hat, was sie heute gerade im Rahmen der evangelischen Kirche komplett verwirft. Das, was wir jetzt vorfinden, gerade in Form der evangelischen Kirche, ist eine zeitgenössische Das ist doch Komödie. Ein ständiges Anbiedern an den Zeitgeist, auch wenn es bedeutet, sein eigenes Gebot zu brechen, den Namen des Herrn hier für politische Agitation nicht zu missbrauchen. Zum Beispiel, indem man sagt, die Flüchtlinge sind Jesus und Gott würde das Klima retten wollen und dafür demonstrieren. Das alles. Das ist so heftig indoktriniert. Wow. Das tut weh. Also für einen richtigen Gläubigen, der wirklich auch praktiziert und sich an die Gesetze hält und so, ist das wie ein Schlag in die Fresse, ein Messer ins Herz. Geschieht aus Angst. Aus der Angst davor, im Hinblick auf die Austritte, gänzlich die Relevanz in der heutigen Zeit zu verlieren. Und genau das tun sie auch. So reproduziert man zum Beispiel... Und da kann man auch echt sagen, dass das vielleicht genau extra so gemacht ist, damit es die Relevanz verliert. Damit wir nicht mehr an die Gesetze glauben und nicht mehr Ethik und Moral haben und uns irgendwie versuchen, daran zu halten, sondern damit wir einfach gar keine Barrieren mehr haben, gar keine Grenzen mehr haben. Es wird ja alles aufgebrochen. Du kannst alles sein, du kannst alles machen und es ist nichts mehr, was unmoralisch ist oder unethisch ist. Alles geht. Alles geht. Das ist gefährlich, Bro, wenn du keine Grenzen mehr hast. Wenn du nicht mehr sagst, nein, Kinder anpacken geht nicht, Bro. Weißt du, was ich meine? In Form des Kirchentages in Nürnberg eine Vorstellung, die dem Parteitag der Grünen gekreuzt mit einem Antifa-Stammtisch in nichts nahesteht. Ohne zu verstehen, dass gerade dieses Ringen durch identitätslose Anbiederung an die großen Ideologieprojekte ihnen den letzten Hauch der Relevanz entzieht. Es ist genau das Gleiche, nur unter dem Label Gott. Wofür dann Gott und Kirche, wenn es halt auch ohne geht? Nicht umsonst erreichen die Austritte in diesem Jahr ein nie dagewesenes Hoch von über 380.000 Austritten im Jahr 2022. Crazy. Statt diese Zahlen als klare Absage gegen den Kurs, den man eingeschlagen hat, zu verstehen, macht man einen Bauchklatscher mitten in den regenbogenfarbigen Pool, gefüllt mit allem, was ein Christ, ob gläubig oder nicht, eigentlich ablehnt. Denn in der Bibel steht nichts davon, dass es mehr als zwei Geschlechter gibt. Als Mann und Frau schuf er sie, so steht es schon im ersten Buch Moses. Dass Gott queer war oder dass Heteronormativität, Tradition und Herkunft etwas seien, auf das man sich nicht berufen darf, so etwas findet man auch nicht in der Bibel. Das ist Hardcore, das ist eine heftige Beleidigung für jeden Gläubigen, sag ich dir ehrlich, so wie es ist, Alter. Was für Gott war queer, Bro? Damit hast du eigentlich alle Millionen Menschen auf der ganzen Welt beleidigt, Digga. Sorry, aber es ist so. Das ist so, da merkst du, wie wenig Wert das Wort Gott für die Leute auch noch hat, dass sie sich sogar darüber quasi lustig machen, Digga, und das ernst meinen sogar. In der Bibel ist die Ehe als Bund zwischen Mann und Frau definiert und das relativ klar und einleuchtend. Genauso findet Transsexualität vielleicht eher zwischen den Zeilen eine Erwähnung im 5. Mose 22, Vers 5. Eine Frau soll nicht Männersachen tragen und ein Mann soll nicht Frauenkleider anziehen, denn wer das tut, der ist dem Herrn, deinem Gott, ein Greuel. So schreibt man hier relativ krass formuliert. Die Standpunkte der Bibel sind also relativ klar definiert und widersprechen ungefähr 100% von dem, was wir auf dem Kirchentag gesehen haben. Schauen wir da doch einfach mal rein. Allein mehr als vier... Das ist eine neue Religion, was die da kreieren. Das ist eine Religion, die keine Grenzen mehr hat, eine Religion, die alles zulässt, eine Religion, wo du quasi alles machen darfst und das geht zu weit oder es gibt das alles einfach dann nicht mehr so. So, da gibt es dann keine Ethik und keine Moral mehr, da ist alles möglich. Das ist eine neue Religion, das hat nichts mehr damit zu tun, was es mal war. Veranstaltungen. Das muss man halt ganz klar so sehen, wie es ist. Zum Thema LGBTQ stehen auf dem Programm darunter Homosexualität als Thema des Schulunterrichts, queersensible Arbeit mit KonfirmantInnen, der Gottesdienst. Gestern, heute Morgen, die Ausstellung Selbstbestimmt bunt, ein Coming-Out-Workshop, die Podiumsdiskussion Trans-Sternchen-Hype, echt jetzt und vieles mehr. Krass, Mann. Krass, Digga. Wow. Das ist heftig, ich schwör's dir.
Ich finde das schon heftig, ich schwöre dir. Und ich will hier nicht den Anschein erwecken, dass ich gegen irgendwelche Leute bin, die, keine Ahnung, Alter, irgendwelche Typen, die gerne Frauenkleider tragen oder sich in einem anderen Körper gefangen fühlen oder sowas. Weißt du, ich will gar nicht gegen diese Menschen irgendwas sagen. So, jeder soll das tun und das machen, was er möchte. So. Aber wieso muss man diese ganzen Instanzen damit indoktrinieren, dass es jedem Menschen eingetrichtert wird und dass jeder davon gehört haben muss und alle Kinder damit konfrontiert werden müssen und so. Warum ist das so extrem? Lass doch unsere Kinder in Ruhe so. Und ich bin mir sicher, dass es gar nicht so viele Menschen gibt, die zu solchen Neigungen tendieren. Und dass mit dieser ganzen Propaganda es immer mehr Menschen geben wird, die zu diesen Neigungen tendieren, die eigentlich von Natur aus gar nicht zu diesen Neigungen tendiert hätten. Und dann könnte man Theorien anschmeißen und sagen, dass es vielleicht ein Plan ist, um Menschen Identität wegzunehmen und um Menschen zu verwirren und nicht mehr so damit die nicht mehr so stabil sind und dann besser kontrolliert werden können. So. Das ist immer das, was ich mir denke. Leben und leben lassen, auf jeden Fall. Jeder soll das so machen, wie er das für richtig hält. Aber wenn du das den ganzen Tag rein indoktriniert bekommst von irgendwelchen Leuten, das trans und hier und da und dies und blub und bla, dann ist es doch klar, dass immer mehr Menschen darüber nachdenken werden und dann auf einmal auf Gedanken kommen und Dinge tun, die sie vielleicht so nicht getan hätten. Und das muss man einfach auch so sehen, wie es ist. Oh, es gibt keinen Hype. Man wird nur von öffentlich-rechtlichen Dokumentationen über das Thema zugeschüttet, um dann wiederum Dokumentationen zu sehen, wie auch hier auf diesem Kanal, wo die Eltern und Kinder selbst sagen, sie waren durch eine Dokumentation selbst inspiriert dazu, dass sie in Wirklichkeit transident sind. Verstehst du, was ich meine? Da haben wir es doch. Mit 8 wird ihr klar, dass sie ein Mädchen ist. Auslöser? Eine Reportage über Transgender-Kinder. Trans, weil Mama eine Doku gesehen hat. Der Elvas Mutter ihr Kind wiederfindet. Mit 12 habe ich eine Kurzreportage, eine Doku über einen Transmann gesehen. Und ich konnte mich damit super identifizieren. Also ich wusste sofort, das bin ich auch. Ich wusste nicht, dass es sowas gibt. Und diese Doku hat mir quasi die Augen geöffnet. Es gibt in dieser Hinsicht also kein Hype, obwohl sich die junge Generation in den Vereinigten Staaten in den letzten Jahren verdoppelt hat, im Hinblick darauf, dass sie sich als transident identifizieren. Genau das ist es. Die Zahlen explodieren. Warum ist es so? Ja, die würden jetzt sagen, ja, weil es jetzt cool, weil es jetzt offen ist und weil man das jetzt darf und damals durfte man das nicht und so. Nein, die wurden indoktriniert, deren Köpfe wurden gefickt. Bei der gerade von mir angesprochenen. Die suchen doch alle nach Identität, Mann, Dicker. So. Gerade nach den letzten 3 Jahren mit der Corona-Sache und Einsperren und Lockdown und diesen ganzen Sachen. Familien werden destabilisiert. Man hat nicht mehr wirklich gut funktionierende Familien, weil die Gesellschaft so extrem sexualisiert ist, dass jeder mit jedem bumst und so. Das sind alles Dinge und Instrumente, die genutzt wurden, damit wir destabilisiert werden. Und dann gibt es Kids, die einfach eine neue Identität suchen, weil sie sich in ihrer echten, gottgegebenen Biologie nicht mehr wohlfühlen, was aber nichts mit denen zu tun hat, sondern mit dem, was in der Welt passiert. Weißt du, was ich meine? Diskussionsrunde gaben sich neben dem Religionslehrer Theo Schenkel, selbst eine Transperson, die Bundestagsabgeordnete Tessa Ganserer, Grüne, die laut Pass Markus heißt, und die Transaktivistin und Transperson Dana Ma, die Klinke in die Hand. Im Wesentlichen ging es also darum, das anstehende Selbstbestimmungsgesetz zu loben und zu preisen. Amen, meine Freunde. So viel also zu, du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen, ja, in diesem Fall für politische Agitation. Daumen nach oben. Es wird aber noch wilder. Einen ganz besonderen musikalischen Beitrag dieser Veranstaltung gab es in der Pause. Die Künstlerin Luca Fabienne Dotzler sang in einem Kostüm, das an Beduinen erinnert, ihren eigenen Chanson »Warum darf eine Frau kein P*** haben?« Nicht, ich... In der Kirche, Dicker. Was passiert dir, ja? Ich fange gleich an zu heulen, ich schwöre. Äppel euch hier nicht, das ist genauso passiert. Hört mal rein. Beten jetzt, Bro. Egal, das kannst du nicht ausdenken. Egal, ich hab gebetet. So. Ich hoffe, ihr betet auch, meine lieben Freunde. Betet einfach, dass die Welt wieder in eine richtige Richtung geht. Und ich hab Gott darum gebeten, mich als Instrument dafür zu nutzen, damit wir die Welt wieder in eine richtige Richtung treiben, so damit er mich dafür benutzen kann. Weißt du, was ich meine? Kein P*** haben. Kein P*** haben. Ist
sie hübsch, würde man sagen. Na, die muss doch einen haben. Na, das hat die doch, das war doch jetzt nicht in der Kirche, Bruder, oder? Echt jetzt, Bro? Muss doch einen haben, sie wäre zu dumm. Ja, und wenn man schon so redet und sie hat keinen, na, dann ist es doch. Aha, das tut weh, Bro. Viel besser gleich, sie hat einen. Warum soll meine Frau keinen haben? Können Sie mir sagen, warum? Weil Frauen nun mal eine haben. So. Boah, ich hab Bauchschmerzen ein bisschen. Ich fall vom Glauben ab, Digi. Kannst dir nicht ausdenken, Digga, wegen dem Video. Wo wir schon beim Thema primäre Geschlechtsmerkmale angekommen sind, am Samstag bot der Evangelische Kirchentag die Theateraufführung Reloaded, ein starkes Stück für alle Geschlechter an. Es wird über sie gesprochen, geschrieben, gemunkelt und geschwiegen. Sie wird geliebt, gehasst, getuned. Sie wird bedeckt, beschämt, besucht, bezwungen und besungen. Jetzt kommt sie selbst zu Wort und spricht ganz unverblümt. Die spricht jetzt zu uns, Freunde. Ein volles und berührendes Solo rund um den weiblichen Schoßraum. Ich weiß ja nicht, was Jesus sagt. Digga, das machen die in der Kirche, Bruder, ja. Ich schwör dir, das kannst du dir nicht ausdenken, Bro. Also die Kirche hat da auch keine Grenzen mehr, so. Die hat da keine Grenzen mehr. Die sorgt auch dafür, dass die Gesellschaft sexueller wird und so. Und es steht nicht mehr für das ein, für was mal einstand, so. Das ist doch nicht schön. Würde, aber ich glaube nicht, dass das auf einen Kirchentag gehört. Ja, läuft bei euch, Kirchentag. Und der ganze Kirchentag ging dann zu Ende mit der letzten Predigt. Und Pastor Quinton César erforderte in seiner Ansprache mehr Engagement gegen den Klimawandel und Rassismus sowie für gesellschaftlichen Zusammenhalt und welchen linken Talking Point man jetzt noch reinmachen möchte. Die Rede des 38-Jährigen stieß insbesondere in den sozialen Medien auf viel Aufmerksamkeit. Er redet darüber, dass wir alle zur letzten Generation gehören, Black Lives Always Mattern und dass Gott queer ist. Gott ist queer. Tja, Tingeltangel Bob ist anscheinend doch weltoffener, toleranter und gutmütiger, als wir jemals gedacht haben. Auf Instagram beschreibt er sich als Digital Creator, Theologe, Aktivist und Pastor. Darunter dann die Black Power Faust, die Regenbogenflagge, die Transflagge. Wir kennen es, wir lieben es. Also die Abschlussrede eines evangelischen Kirchentages in der heutigen Zeit wird gehalten von einem politischen Queer-Aktivisten. Womit ich zum Abschlussplädoyer kommen muss, weil ich denke, das sollte uns jetzt reichen an der Stelle. Das hat nichts mehr mit Kirche zu tun. Nehmen wir allein das Beispiel der zwei Geschlechter. Gott schuf Mann und Frau, Ende aus. Die Bibel ist da relativ klar. Jetzt denkt die heutige Kirche, das stimmt gar nicht. Es gibt noch viel mehr Geschlechter, man kann es wechseln. Was auch immer euch an dieser Stelle einfällt, es ist in Ordnung. Und dazu muss man ein paar Gedanken äußern. Man kann diese Kirche nicht mehr ernst nehmen. So wie sie jetzt existiert, ist sie einfach nur ein Steigbügelhalter für politische Agitation, in der sie sich ergeht, um noch irgendeine Relevanz zu haben, um politische Talking Points zu pushen, die auch ohne sie gepusht worden wären, womit sie keine Relevanz mehr haben. Wenn das genau dasselbe ist, was die Linksprogressive heutzutage will, nur halt mit dem Label Gott, dann kann man das Label Gott auch weglassen und das zeigt sich unter anderem auch an diesen Zahlen. Es gibt keinen Sinn mehr für die Kirche als solche zu existieren, in dieser Form zumindest. Sie sind kein Gegenprogramm zur heutigen Zeit. Sie sind die heutige Zeit, nur halt mit göttlichen Segen. Und das merken die Leute und deswegen treten sie auch aus. Und das ist verständlich. Allein am Beispiel der Geschlechter. Die Bibel ist da relativ deutlich. Jetzt muss man folgende Überlegung treffen. Was denkt die Kirche über ihre Bibel? Dort steht es relativ eindeutig geschrieben. Lagen also die Bibelgelehrten der letzten 1000 Jahre falsch? Dann können sie also ihre eigenen Gelehrten nicht ernst nehmen. Und damit kann man diese Kirche nicht ernst nehmen. Oder die Gelehrten haben die Bibel richtig verstanden, aber man nimmt sich heute das Recht heraus, die Bibel so umzuinterpretieren, dass eigentlich alles, was gerade politisch konform ist, durch die Bibel gebackt ist. Das Problem bei der Bibel ist ja, dass die Bibel auch zusammengewürfelt wurde aus verschiedenen Büchern, wo Menschen wieder da saßen, Menschen da saßen und gesagt haben, was rein darf, was nicht rein darf, was wie umgeschrieben werden muss, damit es noch zueinander passt und so. Dazu habe ich auch ein Video vom Eddie Maurer, der hat mal ein ausführliches Video darüber gemacht, das können wir uns gerne auch nochmal reinziehen. Da siehst du und merkst du einfach, wie da schon sehr früh drin rumgefuscht wurde. Und
Deswegen ist das auch eine schwierige Sache, darauf hundertprozentig zu vertrauen, meiner Meinung nach. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Jeder soll das so auslegen und so behandeln und so sehen, wie er das möchte. Ich verurteile niemanden. Ich sage nicht, dass ich die Wahrheit weiß oder die Wahrheit kenne. Ich sage nur, wie ich mich informiert habe und wie ich auch sehe, wie teilweise Dinge sich extrem widersprechen. Und deswegen halt selber jetzt nicht sagen würde, dass die Bibel jetzt die höchste Instanz ist und ich alles glaube, was da drin steht. So. Jesus ist trotzdem eine, wenn nicht sogar die größte Inspiration für mich und mein Leben. Deswegen kann man sagen, jetzt widerspricht sich, aber ich fühle das halt einfach so, weißt du, wie ich meine? Nimmt man seine eigene Bibel nicht ernst und interpretiert daran herum, wie man möchte, man nimmt also die eigene Glaubensgrundlage, die Heilige Schrift nicht mehr ernst, da kann man diese Religion auch nicht ernst nehmen. Oder die Heiligen, die Pastoren, die Pfarrer wissen ganz genau, dass das Wort Gottes in ihren Augen nicht mehr zeitgemäß ist und setzen sich damit egomanisch über das Wort Gottes hinweg. Da nehmen sie ihren eigenen Gott nicht ernst und damit kann man auch diese Glaubensgemeinschaft nicht ernst nehmen. Egal wie man es dreht, wendet. Die Kirche ist nur noch ein lächerlicher Überbleibsel ihrer selbst, der versucht noch irgendeine Relevanz zu haben, indem er sich allem anbietet, was politisch opportun ist. Ob das bedeutet, dass man die eigenen Gebote bricht, die eigene heilige Schrift verleugnet, sich selbst und seinen Willen gegen den eigenen Gott stellt, über ihn hinweg sieht oder blasphemisch handelt. Es ist vollkommen egal, die Kirche wird sterben in dieser Form und das ist auch gut so. Sie haben es nicht anders verdient. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich mag die Idee einer Kirche, einer Glaubensgemeinschaft, die die Gesellschaft zusammenhält, in ihren konservativen Idealen, die dem Zeitgeist entgegenstehen. Ein Refugium für die Leute, die sagen, nein, da mache ich nicht mit. Ich habe hier eine Glaubensgrundlage, die ist relativ deutlich, was das angeht. Ich glaube nicht an das, von dem man mir sagt, was es braucht, ein gut. Ich glaube halt, wenn du den Zugang zu deiner Spiritualität findest, ich glaube, dass jeder was Göttliches in sich trägt, so. Und wenn du dich von dem ganzen weltlichen, menschlichen, fleischlichen entfernst, beziehungsweise dich davon abkapselst, so oft wie möglich in deinem Leben und deine wahre Spiritualität und deine Seele und dein Bewusstsein findest, dann hast du die Antworten auf diese ganzen Fragen von alleine. Dann weißt du, was richtig und was falsch ist, so. Das spürt jeder Mensch in sich. Gott lebt in allen von uns, so. Und diesen Zugang dahin zu finden, das ist das Wichtigste. Und ich glaube, es gibt mehrere Wege, diesen Zugang zu finden. Deswegen bin ich auch nicht gegen irgendeine Religion oder so, weil ich glaube, dass Menschen durch Religion diesen Zugang dahin gefunden haben und das ist was Gutes, so. Weißt du, aber ich glaube, dass jeder Mensch das in sich trägt und in sich selbst das finden kann. Dazu müssen wir uns halt freimachen und vor allen Dingen nicht von diesem ganzen Scheiß, der in der Welt abgeht, zu krass indoktrinieren lassen. Dann können wir selber spüren, was richtig und was falsch ist. Ich bin ohne Religion aufgewachsen. So, ich habe nie einer Glaubensgemeinde angehört, aber ich spüre und fühle, dass das nicht richtig ist. Viele Sachen, die gerade in der Welt abgehen, so. Ich fühle, dass es nur zwei Geschlechter gibt, so. Das muss mir auch kein Buch sagen oder irgendjemand predigen oder so. Das spüre ich, weil ich mit mir selbst connected bin. Weißt du, wie ich meine? So, und das kann, glaube ich, jeder spüren. Zu sein. Das alles zu tolerieren. Drag-Lesungen vor Kindern in Kindergärten. Geschlechtsangleichende Operationen, Hormonblocker, Pubertätsblocker bei Minderjährigen. Auch da wird die Meinung der Kirche, insbesondere der katholischen Kirche, vor 50 Jahren noch eine etwas andere gewesen sein. Aber das ist nicht mehr das, was vorherrscht. In diesem Sinne, die Kirche hat sich selbst beendet und diesen Niedergang satirisch zu kommentieren, schadet nie und f*** PC. Starkes Video, Bro. Boah, das war ein Video, das hat echt, das war hart. Das hat auch Nerven gekostet, Digi. Also da waren einige Emotionen auch involviert, so. Da fehlen mir fast die Worte, Digga. Und das ist schwer, weil ich habe eigentlich immer was zu sagen. So, YouTube, eure Gedanken und Meinung dazu natürlich unten in die Kommentare rein. Lasst dem Ding Daumen nach oben da. Ich liebe euch auf jeden Fall. Liebe geht raus. Chat, ihr könnt gerne eure Meinung zu dem Video jetzt in den Chat reinknallen. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace out. Gang. Boah, Digga, das war hart.